The Ball. Pico del Medio, Mexiko, 1940. Auf der Spitze des Berges. Eine Ausgrabung. Und mittendrin. Hey, alles in Ordnung? Tiefer als wir dachten, was? Hör zu, der Kran ist zusammengebrochen. Wir müssen einen neuen einfliegen lassen. Das wird einige Zeit dauern. Erkunde erstmal das Gebiet. Wir holen dich dann später raus. Ja, und damit herzlich willkommen zu Let's Play The Ball. Unsere Kumpels lassen uns im Stich, sagen uns, jojo, schau dich schon mal um. Wir packen uns nicht in den Indiana Jones Hut, warum auch immer, und auch keine Schaufel. Nein, wir gehen durch dieses komplett sichere Höhlengebiet, was bestimmt gar nicht alt ist und einsturzgefährdet. Wir werden uns ein bisschen umschauen, anstatt kurz zu warten, bis der Kran wieder neu gebaut ist und wir Essen runtergeworfen kriegen und so. Sondern hauen einfach ab. Ja, ihr habt richtig gehört, Let's Play. The Ball, auf diesem Kanal gibt es jetzt doch offiziell Let's Plays. Auch wenn das andere ja auch Let's Plays sind. Aber jetzt wirklich offiziell. Ich habe das Spiel schon mal gespielt und deswegen wusste ich, dass das passiert. Aber beim letzten Mal habe ich zum Beispiel keine, ich glaube, nur ein einziges Secret gefunden. Das ich diesmal versuche natürlich besser zu machen. Ja, wie ihr seht, sind wir so eine Art Indiana Jones-Style-Typi und versuchen uns hier durch diese Höhle zu kämpfen. Es ist so eine Art Rätsel-Gruselspiel, das ist jetzt kein Horror, weil Horror ist anders. Das ist eher gruselig mit dem ganzen Ambiente und so. Finde ich aber sehr schön. Indie-Game, ich glaube, von der schwedischen Firma, basiert auf der Unreal Technology. Und hier steht ein Speer rum, anstatt dass wir uns den packen. Packen wir uns lieber diesen fetten irgendwas, denkt sie, mit Abzug. Warum auch nicht, der auf einer Druckplattform steht und jetzt plötzlich hochfährt. Oder anstatt Gold uns einzustecken, nein, packen wir uns diesen Hammer. Ja. Schön, ne? Unten links haben wir schon zwei Anzeigen, unser Leben und anscheinend einen Kompass, so eine Art, wie ihr sehen könnt. Und die Zahl wird weniger, wenn wir uns anscheinend in diese Richtung bewegen vom roten Pfeil. Und höher, wenn wir uns davon wegbewegen. Klingt logisch. Ja, aber erstmal zu der Waffe, die wir haben. Was ist das? Ein Maschinengewehr, ein Raketenwerfer, eine Bazooka, ein alles zerstörender Gottes Schild Dings Granatenwerfer? Nein, es ist ein Hammer. Ja, es ist ein Hammer. Mit einem Gesicht. Einem Totenschädel. Und zwei Diamanten. Ich habe mich auch schon entschieden, diesem Hammer einen passenden Namen zu geben. Aber erstmal kommen wir zu den kleinen Rätseln hier. Sehen wir natürlich direkt erstmal. Oh, was ist das für ein Zeichen? Bestimmt kein Hammer. Oh mein Gott, was ist passiert? Eine Treppe. Sogar behindertenfreundlich. Wow. Aber anstatt, dass wir uns einen Speer schnappen, nein, wir nehmen diesen Hammer mit. Oder anstatt, dass wir uns beides packen. Oder dieses Ding. Was auch immer es ist. Das sieht cool aus. Naja. So. Ja, das Spiel heißt The Ball. Die Frage ist natürlich, wieso heißt es The Ball? Bestimmt nicht wegen einem Ball. Nein. Aber bestimmt wegen einem Ball. Oh, Knochen. Knochen, Knochen, Knochen überall. Knochen, Knochen. Wir hinterlassen Fußabdrücke. Und da haben wir eine leuchtende Plattform. Was machen wir? Natürlich draufspringen!
Ja, es ist logisch. Es ist gut. Konnte nichts passieren. Alles supi. Wir laufen hier freudig durch die gesamte Höhle. Okay, zurück zu unserem Hammer. Ja, einen passenden Namen wollte ich ihm natürlich geben. Und zwar nenne ich den Lieben natürlich Deadly, weil er tot ist. Und Thief, weil, ich meine, guckt euch mal diese beiden Smaragde an. Ich glaube kaum, dass er die einfach so gekriegt hat. Kleine Einblende, da ist aber auch unser Ball. Wow. Ja, unser Ball. Das heißt, wir haben jetzt Deadly Thief an unserer Seite. Ich werde ihn abkürzen mit Deadly wahrscheinlich. Und da vorne ist unser Ball. Endlich. Wir sind vereint. Also ich, Flaps, Deadly Thief und, also unsere Waffe Deadly Thief und unser Ball, Xopets, sind unterwegs durch diese Höhle und werden uns mal ein wenig umschauen, ob wir hier nicht was finden. Ja. Warum dieser Ball Xopets heißt, naja, weil Deadly gerne Xopets rumschubst. Nee, eigentlich nicht, aber ich fand, das war ein passender Name für einen Ball und unserem Diener. Ich hoffe, das nimmt Xopets mir nicht so übel. Sondern sieht es mit Humor. Und hier kommen wir zu unserem ersten Rätsel, was ich natürlich löse, bevor ich überhaupt die Cutscene zu Ende ist. Oh mein Gott, dieses Holzstück wäre fast gegen unsere Fresse geflogen. Aber nein, das reicht natürlich noch nicht. Wir müssen auch noch den Schalter aktivieren. Warum auch immer uns das Rätsel quasi schon vorher zeigen, wie es gelöst wird. Warte, ich will mitfahren. Ich bin zu faul zum Gehen. Quasi schon lösen, bevor es überhaupt losgeht. Aber, ja. Anscheinend wollen die uns schon mal die einzelnen Elemente dieser Spiels zeigen und die ganzen Rätsel, die das Spiel ja so mit sich bringt. Schon mal hier dies, das, Ananas zeigen. Ja, guckt euch das an. Ich bin voll cool. Aber an dieser Stelle will ich ganz kurz einen Cut machen, davon werdet ihr aber nicht viel mitkriegen. Ja, und dann mit, war es das auch schon? Mini-Cut. Ich wollte gerade herzlich willkommen zurück, aber es ist ja immer noch dieselbe Folge sagen. Oh mein Gott, ich muss meine Sätze zu Ende sprechen. Ja, was haben wir hier? Gut animierte Käfer, die über den Boden rennen. Und Spinnennetze, wo dann wieder gut animierte Spinnen über unser Gesicht rennen. Wie gesagt, Gruselspiel. Mehr auch nicht. Aber genug davon. Ich will ja diese Meisterleistung für 10 Euro an Programmierkunst nicht in Frage stellen, weil es ist nicht schlecht. Oh, ein Checkpoint. Das ist aber gut. Weil es ist alles ja... Ich finde das Spiel schön. Sagen wir es so. Oh, ich muss leider sagen. Die Menschen nahmen ihnen die Kugel. Die Quelle ihrer geheimnisvollen Macht. Sie hatten die Menschen vieles gelehrt. Zu bauen... Das Land zu zähmen und die Seen zu nutzen. Doch als ihre Kinder sie verrieten, führten sie sie nicht länger. Sie zogen sich zurück und wurden zornig, wurden rachsüchtig. Die Menschen konnten nur noch beten, dass sie die Kugel niemals fänden. Oh, ein kleiner süßer Affe, der nicht niedlich. Ja, das ist er. Okay. Ja. Diese Geschichte übrigens erinnert mich stark an eine Folge von Stargate. Aber genau auf diese Folge möchte ich nicht eingehen. Auf jeden Fall hat man natürlich klar das Gefühl, dass sie, ich mache gerade so Anführungsstriche mit meinen Händen, das könnt ihr leider noch nicht sehen, sie Aliens sind und den Menschen quasi geholfen haben. Diese Theorien gab es ja schon öfters, Maya und so und Ägypter wurden geholfen bei ihren Bauten. Ist ja auch bei Stargate überhaupt so, der Anfang alleine. Mit den Ägyptern und so. Blubdiblu. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, der Story, Grundstory ist jetzt nicht gerade der Einfall Number One, aber ich finde es trotzdem schön gemacht, dieses Rätselspiel. Deswegen schauen wir uns natürlich mal den Affen hier an. Ist er nicht niedlich? Ist er nicht nervig? Hat er nicht eine Scheißstimme? Ja. Dieser Affe kann nichts, außer wegrennen. Aber Xopets wäre nicht Xopets, wenn er nicht brutal wäre. Ja, der Affe wurde überrollt. Das wird natürlich jetzt auch hier angezeigt. Getötete Affe. Aber
In Zukunft werde ich versuchen, nicht die Affen umzubringen, weil sie tun uns ja nichts. Und eigentlich will ich keine unschuldigen Affen umbringen. Basic Zauberz, töte doch nicht einfach Affen. Meine Güte. Also. Und Deadly, du sollst ihm nicht dabei helfen. Schlimm. Hier ist ein Secret. Das war auch das einzige, was ich gefunden habe jemals. Es war jetzt auch nicht das schwerst versteckste. Aber wenn man nicht drauf achtet, sondern immer weiter rennt, sieht man es nicht hier. Makulixoxtickel. Geheimnis 1 von 4. Die Männer kamen in unser Dorf und brachten uns dorthin, wo die Böden brennen. Ich hatte Angst, doch mein Mann lächelte und nahm mich an die Hand. Es wäre ein Geschenk, sagte er. Ein Geschenk, das mich glücklich machen würde. Sie brachten uns hinter die brennenden Seen und weiter in die metallenen Hallen, die sich bewegten und sprachen. Wir ängstigten uns zu Tode und verstanden nichts. Dennoch vertrauten wir ihnen. Ja, mit ihnen ist wahrscheinlich wieder die Aliens gemeint, würde ich jetzt mal so tippen. Wie gesagt, ich habe das Spiel schon mal angespielt, ein Stück. Das ist nicht komplett blind, aber ich weiß nicht, das ist nur eine Theorie mit den Aliens. Aber ich denke, das ist die eindeutigste Theorie. Wenn ihr eine bessere Theorie habt, könnt ihr natürlich mehr schreiben. Oder wenn ihr eine ausgefallene habt, als ich, dann erst recht. Ich mag sehr schön behinderte und verrückte Ideen. Also quasi, wenn für euch, wenn euch ein besserer Storyplot einfällt als den Machern dieser dieses Spiels, dann dann kriegt ihr ein Like von mir. Keine Ahnung. Das ist üblich halt. Ja, unser Zoppets anscheinend spielt lieber mit diesen Magneten. Findet den ganz toll, rollt sich hin und her, muss eine Runde abroffeln, so wie es aussieht. Aber Deadly und ich regeln das schon, dass er sich nicht mehr so einen abroffeln muss. Und wir können weitergehen, nachdem Zop jetzt endlich fertig ist und diesen Schalter hier aktiviert. Oh, Zop jetzt. Mach mal ein bisschen Platz. Check, check hier. So, was ist hier los? Oh. Oh, Kumpel, du siehst nicht gesund aus. Oh, eigentlich wollte ich mich hinlocken. Alles klar? Ich frag mich, warum der nicht miefen tut. Naja. Das ist jetzt nicht so ein schweres Rätsel. Deadly muss ihn hier, muss den Xoppets mal hier runterprügeln. Und dann können wir auf Xoppets springen, ja. Das ist sehr lustig. Hahaha, wir haben alle kurz gelacht. Und Xoppets als Leiter benutzen. Danke, Xoppets, für die Räuberleiter. Und das Tor geht auf. Ja, yeah, wir können weiter. Ja, 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 ja. Oh, doch nicht. Nee, natürlich ist hier jetzt die Seite aufgegangen. Ja, ich kann auch einmal gedrückt halten, aber darauf habe ich keine Lust. So. Und hier ist wieder ein Schalter. Für Xoppets. Xoppets, du musst auf dem Schalter bleiben. Danke, Xoppets. Kannst du jetzt auf diesem scheiß Schalter bleiben? Geht doch. Erstmal ein Stück weg, damit das auch nicht wieder runterfährt. Ja. Hier haben wir unseren Schalter, womit das Tor aufgeht. Da drüben ist ein Secret. Wie konnte ich das nur das letzte Mal übersehen? Oh mein Gott. Ja. Ein sich drehender Kopf. Springen wir doch mal rüber zu ihm. Boah, dieser Jump-and-Run-Quest. Einfach nur unbelievable. Und diese Phrase. Was erzählt sie uns denn? Herr Kartal! Ja, das muss man so aussprechen. Geheimnis 2 von 4. Wir prüfen unseren... Entschuldigung, einen Moment. Wir prüften unseren neuen Verstand. Was? Wir prüften unseren neuen Verstand? Okay. Wir mussten einen Weg finden, Wasser vom unterirdischen Fluss abzuzweigen, um all die Dürstenden zu tränken, die den Atepetel errichteten. Vielleicht soll das Tempel heißen, aber egal. Viele
Fähige Armeen wurden verschwendet, um Wasser heranzuzerren. Ich weiß, da steht Armee, aber ich glaube, wenn da Fähige, dann muss es auch Armeen. Okay, lassen wir das. Um heranzuzerren. Und so planten wir ein neues System zu erschaffen. Doch wir blieben erfolglos, unsere Kanäle fehlerhaft. Am Ende hatten wir einen ganzen Monat verschwendet. Ja, aber die Armeen sind ja nicht ganz so wichtig. Der Monat, der war schlimmer. Okay, Xopetz, geh vor. Du bist unser Schutzschild. Checkpoint und gruselige Musik. Xopetz. Oh. Ja, Xopetz, du gehst vor. Hallo, geh jetzt vor. Sei keine Pussy, so. Ja, es scheint sich... Oh. Scheint doch nicht sicher zu sein. Aber kein Problem für uns, wir sind ja Indiana Jones und haben alles drauf und jumpen hier mega krass lang. Und haben aus Versehen einen Affen überrollt. Das wollte ich nicht. Mein Xopet, warum hast du ein... Oh, das war die Cheatbox, die ich aber noch nie verwendet habe, keine Angst. Wollte darauf drücken. Wir haben sogar zwei Affen getötet. Mann! Xopets! Mann, wir wollten keine Affen töten! Ach, Xoppi. Ach, Xoppi, ach, Xoppi. Keine Angst, ich lasse mich diesmal am Leben. Wenn Xopp nicht wieder Scheiße macht. Und einfach vorrennt und Affen tötet. Bist du jetzt zufrieden, Xopetz? Du hast den armen Affen getötet. Das war vielleicht deine Frau oder deine Kinder oder so. Und du hast sie umgebracht. Ich weiß nicht, warum ich so rede. Was ist denn da hinten in der Ecke? Da ist ein Secret. Wie soll man denn da hinkommen? Okay. Wir sind Beppo. Wie heißt das nochmal? Wir sind... Okay, so hat's nicht funktioniert. Fuck! Oh, fast wäre ich da reingefallen. Wie soll man denn an dieses Secret da kommen? Komm mit, Xoppi, und bleib hinter mir. Jetzt gehe ich mal voran. Meine Güte. Schreien ist so scheiße, oder ich überroll dich. Wie soll ich denn an dieses Secret da kommen? Naja, ihr habt's alle gesehen. Oh Mann. Wie soll ich denn da dran kommen? Vielleicht fahren da noch diese Stangen irgendwann aus. Muss ich mal gleich gucken. Erstmal werden wir dieses mega harte Rätsel hier lösen. Und zwar, wie ihr seht, wollen wir natürlich darüber, aber wir brauchen unseren Ball. Und dazu muss die zweite Seite ausfahren. Und dazu müssen wir ja wahrscheinlich hier hin. Ah, du bist schon hier, Ball. Sag das doch. Meine Güte. Ja, Lava. Gute alte Lava. Oh Mann, Ball. Oh Mann. Xopetz. So, gucken wir doch mal, Xopetz, ob jetzt das da ausgefahren ist. Nee. Ja, Xopetz, was machen wir denn jetzt? Das ist immer noch nicht ausgefahren. Oh. Kumpel, du siehst nicht gesund aus. Was machen wir nur, Xoppi? Aber ich sehe gerade, die erste Folge ist rum. In der nächsten werden wir uns weiter überlegen, wie wir jetzt an dieses Secret kommen. Verzweifelt. Und ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Alle Links in der Videobeschreibung zu dem Spiel, zu unserem Forum, zu dem TS.
Ja, vielen Dank fürs Zusehen.